Hallo! Moin, liebe Freunde! Ich hoffe, es geht euch gut da draußen in dieser sonnigen Gamescom-Woche. Heute werde ich euch wieder 5 verschiedene Fakten zu Pokémon Go präsentieren, wovon eine frei erfunden oder quasi erlogen ist. Welcher Fakt das ist, das liegt an euch. Schreibt es mir unten in die Kommentare. Aber als erstes wollen wir natürlich den Fakt von letzter Woche aufklären. Da hat euch nämlich erzählt, direkt am Anfang des Videos, dass Obama unglaublich Pokémon-süchtig quasi ist und dass selbst aus dem Weißen Haus das Statement kam, Pokémon Go hat mehr für die Gesundheit der Amerikaner getan als das Gesundheitssystem in den letzten 20 Jahren. Und ich muss sagen, diesmal haben es 50% ungefähr richtig erraten, die anderen 50% sind da so ein bisschen auf den Holzweg gegangen. Aber ganz ehrlich, als ob die Amis mit ihrem großen Ego zugeben würden, dass ihr Gesundheitssystem abstinkt gegen eine Mobile-App. Das wäre krass, das wäre richtig krass. Wobei, den traue ich alles zu. Das war auf jeden Fall der Fact von letzter Woche, auch wenn man zugeben muss, dass im Weißen Haus wahrscheinlich doch der ein oder andere die kleinen Taschenmonster fängt. Und bevor wir zum ersten Fakt kommen, denkt daran, wenn euch das Video am Ende gefallen hat, lasst mir einen Daumen unter Video da, freut mich und hilft mir vor allen Dingen. Let's go mit Fakt Nummer 1. Ihr wisst es ja selber, als Pokémon Go Spieler geht man mal gerne ein paar Meter mehr zu Pokéstops oder Pokémon Arenen, um das ein oder andere Item zu bekommen oder die Arena zu übernehmen. Im englischen Städtchen Plymouth freut sich jetzt ein örtlicher Sexshop über mehr Besucher als jemals zuvor. Denn genau darin gibt es eine der wenigen Pokémon Arenen in der Stadt. Die Mitarbeiter waren wohl als erstes super verwirrt, als auf einmal immer mehr junge Erwachsene, aber auch Erwachsene in den Shop wanderten, ohne was zu kaufen und danach wieder verschwanden. Mittlerweile, sagen die Mitarbeiter aber selber, gehören die Pokémon Go-Spieler quasi mit zum Inventar des Shops und der Absatz soll sich wohl auch etwas verbessert haben. Wie sagt man so schön? Sex sells. Ich sollte nach Plymouth nach England, um nur Pokémon zu fangen. Ganz bestimmt, um nichts anderes. Fakt Nummer 2. Pokémon Go und GTA. Zwei Sachen, die eigentlich gar nicht so zusammengehören oder die man nicht in Relation zueinander sieht. Dennoch hat jetzt ein Pokémon als auch GTA-Fan ein Mod für GTA 5 entwickelt, der es euch ermöglicht, nicht nur im Ash-Kostüm rumzulaufen, sondern auch jeden beliebigen Passanten im Spiel zu fangen mit einem Pokéball. Das funktioniert so ähnlich wie in Pokémon Go. Manchmal kommen sie, manchmal schafft ihr es irgendwie. Ich habe keine Ahnung, wie genau das Ganze funktionieren soll. Ich finde die Idee dahinter aber ultra witzig. Ich bin gespannt, wann es die ersten Pokémon Go Pornos gibt. Fakt Nummer 3. Japan. Und jetzt könnt ihr euch schon denken, jetzt kommen sowieso die krassesten Geschichten, wo jeder sagen wird, das ist gelogen. Stellt euch eine Familie vor, wo wirklich jeder Pokémon Go spielt. In Japan anscheinend nichts mehr Ungewöhnliches. Und das hat für ein Schulkind in Japan jetzt wirklich krasse Folgen gehabt. Denn als sich Vater und Sohn beim alltäglichen Abendessen gemeinsam über Pokémon Go unterhielten und der Vater den Account des Jungen in der Hand hatte, fiel ihm auf, dass viele der Pokémon gefangen wurden, während der Junge eigentlich in der Schule sitzen müsste. Die ganzen Ausreden des Jungen brachten anscheinend nichts und obwohl er seine Unschuld beteuerte, hat dieser Junge jetzt laut seinem Vater Hausarrest, bis er seinen Abschluss in 3 Jahren geschafft hat. Ich hoffe, da war ein gutes Pokémon dabei und es hat sich gelohnt. Ansonsten bist du voll am Arsch, Digga. Fakt Nummer 4. Wir wissen ja alle, Pokémon Go ist besonders zu Anfang unglaublich krass gehypt. Und an einigen Stellen hat man so das Gefühl, der ist so ein bisschen zurückgegangen, dieser Hype. Deswegen hat sich die deutsche Firma YouGov gedacht, veranstalten wir mal eine geschmeidige Umfrage, die vielleicht auch repräsentativ für das deutsche Volk gilt. Laut dieser Umfrage haben 7,7 Millionen Deutsche diese App heruntergeladen. Man muss sich mal vor Augen führen, das sind laut der Umfrage 11% der deutschen Gesamtbevölkerung. Wobei ich eigentlich geglaubt hatte, wir hatten über 80 Millionen. Aber wie dem auch sei, also knapp 10%. Jetzt kommt aber erst das Interessante daran. 93% dieser Leute spielen Pokémon Go immer noch. Das heißt, nichts mit Hype ist vorüber, sondern eher so im Unterschied, der Hype bleibt bestehen. Und ich bin gespannt, wie das, umso weiter das Spiel fortschreitet, weiter bestehen bleibt oder vielleicht dann doch abfällt oder wieder aufsteigt. Wer weiß. Fakt Nummer 5. Nicht nur jeder Normalsterbliche in Deutschland spielt anscheinend Pokémon Go, sondern auch der eine oder andere Politiker hat wohl Zeit gefunden, die kleine App ein wenig öfters auszuprobieren. Denn der Sachsen-Anhalt-SPD-Politiker Andreas Schmidt postete Folgendes auf Facebook. Er soll stolzer Besitzer eines echten Glurak sein. Ein Kommentar darunter sagt anscheinend, endlich macht die SPD
Warum sage ich dick da? Ich weiß es nicht. Ein Kommentar eines Nutzers lautet: Endlich macht die SPD wieder Politik nah am Volk. Was man davon halten soll, bleibt jedem selbst zu überlassen. Und jetzt noch was in eigener Sache. Wenn ihr auf der Gamescom seid, dann schaut doch mal in Halle 9 in der ESL Arena beim Medion-Stand bzw. auf der Medion-Bühne nach einer glorreichen Figur, einem quasi Helden, einem Vorbild für groß und klein. Ich bin da. Also nochmal im Klartext. Gamescom, Halle 9, von Mittwoch bis Sonntag, von 10 bis 18 Uhr, spiele ich mit euch entweder League of Legends oder Hearthstone oder erzähle auch ein bisschen über Pokémon Go oder andere Spiele. Wäre cool, wenn man da den einen oder anderen von euch seht. Schreibt mir mal in die Kommentare, wenn ihr auf der Gamescom vorbeikommt. In dem Sinne sehen wir uns da. Da kann man sicher auch mal ein paar Worte tauschen. Und jetzt, liebe Freunde, liegt es wieder an euch. Schreibt mir mal nach unten in die Kommentare, welche Geschichte ihr für erlogen haltet und was auf Fakten basiert. Helft euch gegenseitig, ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Wenn euch das ganze Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen da oder abonniert den Kanal, um nichts mehr in dieser Art und Weise zu verpassen. Wir sehen uns morgen entweder auf der Gamescom oder mit einem neuen Video. Ich habe nämlich vorproduziert. Ich bin nur am Produzieren gerade. Es ist bei mir noch Montag. Ich sollte rausgehen, ich habe zu viel Energie. Tschö, Bitch!